Innerhalb eines Monats führte Ayu ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers. Nun waren nur noch zwei Daimyo übrig. Sie und Seijuro. Dieser Orochi aber würde den Lauf der Geschichte bestimmen. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei For Honor. Wir spielen wieder den Orochi. Ich weiß nicht, ob das nicht schon die letzte Mission ist. Das kann ich nicht sagen. Schaut ziemlich nach der letzten Mission aus. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich die letzte Mission ist. Weil ich glaube, es gab bis jetzt immer 6 oder 7 Missionen. Das wäre erst die 4. Vielleicht ist die Samurai-Story ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht. Mal sehen, was abgeht. Der kaiserliche Palast. Eine Festung innerhalb einer Festung. Seijuro! Unser Volk blutet! Legt die Waffen nieder! Dann beendet den Krieg und kniet vor mir. Seijuro würde nicht aufgeben. Und er hatte starke Krieger an seiner Seite. Doch wir waren in der Überzahl. Wir brauchten nur einen Weg hinein. Ich war seit 3 Jahren nicht im Palast gewesen. Nicht seitdem der Kaiser mich verhaften ließ. So. Ich weiß nicht, ob es da hinten noch was gibt, deshalb schauen wir mal danach. Kommst du mir nach eigentlich? Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das die letzte Mission ist. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Seijuro hatte mein Angebot angenommen. Ich gab ihm den Palast. Und mindestens 50 der besten und erfahrensten Samurai-Krieger schlossen sich ihm an. Es waren wenige, aber sie waren mächtig. So, und was machen wir jetzt da machen? Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich habe gesagt, nicht sterben. Du könntest mir helfen, oder? So, ich warte jetzt kurz, bis ich meine Gesundheit erneuern kann. Aber du könntest mir wirklich helfen. Ich verstehe es nicht. Warum hilfst du mir nicht? So, Gesundheit erneuern, dann kann ich das machen. Ich höre Seijuros Krieger. Also zwei hat er eigentlich keine Chance, oder? Sehr hübsch hier. Die Stadt der Samurai thront auf einer Hochebene, umgeben von Wald. Sie ist eine der sichersten Festungen im Land. Sie wurde 2-mal durch Feuer zerstört und mindestens 6-mal durch... Seijuro hatte die besten Krieger um sich gescharrt. Wir würden diese Stärke brauchen. Kommt mit! Oh,
wieder so einer. Was ist mit dir? Jetzt komm! Ja, muss ich den jetzt alleine besiegen? Ich mache jetzt das. Dann mache ich das. Ich höre Sejuros Krieger. Du stehst da hinten einfach. Okay. Nein, du ist überhaupt kein Problem. Bleib da hinten stehen einfach. Wir sind zwar zu zweit da. Das Sonnenimperium erstreckt sich bis weit in den Osten. Seine Hauptstadt liegt hier, doch das war nicht immer so. Über viele Generationen hat ihr Kaiser woanders gelebt. Er wurde hierher vertrieben, glaube ich. Ich wüsste nur zu gerne, wovon. Jetzt ist sie wieder da. Ha, nur das Beste für den Kaiser. Warum haben die denn Elefanten? Unser Heer ist auf der anderen Seite. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Hey! Der arme Elefant! Das ist urfies. Ihr habt. Wilder Elefant, benutze deine Geste Y, um den wilden Elefanten einzusetzen, der einige Elemente in der Umgebung schwer beschädigen kann. Ich musste einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Ich hatte einen Elefanten. Sie haben uns gefunden! So, aber ich glaube, ich muss doch so. Wir müssen dieses Tor öffnen. Okay, voll daneben, oder? Der Feind ist hier. Gleich geht es los. So, das heißt, jetzt muss ich mal darüber. Und dann soll der Fallelefant hier hereinstürmen. Eigentlich ist das ein verdammt armer Elefant. Der beste aller Pläne. Ich mag Elefanten. Nein, der Elefant hat mich umgebracht. Nein. Ja, eigentlich geschieht's mal recht, weil mit Tieren macht man sowas nicht, ja? Ich musste einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Ja, weißt du, nicht gestanden, Checkpoint erreicht oder sowas? Sie haben uns gefunden. Und dann muss ich halt auf die Seite hechten. Aber ja. Das war die erste Kette, sage ich mal. Feindliche Truppen, da drüben! Sind hier!
würde sagen, das passt. Die Schlacht beginnt. Keine gute Idee. Neues Missionsziel. Wahrscheinlich soll ich den wilden Elefanten darüber bringen. Der Feind! Komm schon, das hat nicht funktioniert. Aber das wird funktionieren. Und das wird jetzt auch funktionieren. Zerstört das Haupttor. Komm schon. Boom. Ich danke dir, mein Grauer. Du bist frei. Da wird ein Fan vom Platz zurück. Ihre Linie bricht gut. Ein bisschen einen Rundumschlag. Sie gehen vor uns in die Knie. Zu viele Krieger starben. Wir mussten Sejuro finden. Ja, das schafft sie sicher auch alleine. Wie wär's, wenn ihr mir mal helfen würdet? Ich mein, wir sind ja nicht alleine da, oder? Keiner hilft mir. Sejuro musste in der Nähe sein. Es wurde so viel Blut vergossen. Ja. Oh shit, oh shit, Kamera, was ist mit der Kamera? So. Hey, meine Kameraden metzeln dir, sehr schön. Fast nichts gemacht. Sejuro, zeigt euch! Richtet mich hin! Man wird sich an mich erinnern. Als den größten Krieger, den unser Volk jemals sah. Diese Krieger folgen niemand anderem. Euch wird man vergessen. Der Kempe des Kaisers wird euch besiegen. Der Kempe des Kaisers verrottet in einem Kerker in der Unterstadt.
seid es? Der Kämpe. Dieser Verräter. Eher ein Held. Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich hatte 3 Jahre im Kerker gesessen. Der alte Kaiser war schwach, aber ich bin stark. Man wird sich lange von eurer Niederlage erzählen. Könnte das das letzte Duell sein? Das Schicksal hat mich auserwählt. Ihr besiegt mich nicht. Ihr seid kein Kämpfer mehr. Ah, Scheiße. Ja, nochmal. Nochmal, aber das könnte vielleicht sogar das letzte Duell sein. Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich hatte 3 Jahre im Kerker gesessen. Ihr hättet niemals herkommen sollen. Achso, ich darf nicht zu oft X drücken, weil dann drückt er ihn weg, okay. Das Schicksal hat mich auserwählt. Boah, voll reingestochen. Man wird sich lange von eurer Niederlage erzählen. Ja, das kann gut sein. Es kann gut sein, dass man lange von meiner Niederlage erzählt. Eure Legende ist übertrieben. Überhaupt, weil ich schon wieder gestorben bin, das gibt's doch gar nicht. Das kann's gar nicht sein. Also der Kampf ist echt heftig. Der Kampf ist echt Seijuro heftig. Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich habe 3 Jahre im Kerker gesessen. Der Kerker ist euch nicht gut bekommen. Ihr seid kein Kämpfer mehr. Der alte Kaiser war schwach, aber ich bin stark. Wir sollten nicht gegeneinander kämpfen. Eure Legende ist übertrieben. Wer gleich zurückgeht, wenn ich zurückschlagen will. Er ist noch nicht besiegt. Oder? Nein. Worauf wartet ihr noch? Wir brauchen Anführer, Seijuro. Ihr entehrt mich. Wir brauchen euch. Ihr seid ein großer Krieger. Ich diene nicht unter euch. Dann erschlagt mich. Nehmt meinen Platz ein. Befehligt unser Heer. Ihr seid des Wahnsinns. Apollyon steckt dahinter. Nicht Seijuro. Ich werde nicht ihren Krieg für sie austragen. Mwah.
Tempel des Kaisers. Führt unser Heer wieder an. Ich ziehe nach Aschfeld. Denn dort ist unser Feind. Okay, Leute. Das war die Mission. Ich denke mal, dass es weitergehen wird, weil das war nicht die letzte Mission. Der letzte Kampf war ziemlich heftig, aber hat gepasst. Leute, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben, bewertet mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei For Honor. Danke fürs Zusehen und tschüss, bis dann.